Ich denke, der Kollege Krüger hat hier bereits alle wesentlichen Inhalte zum Bemühen dieses Antrages nochmal ausgeführt. Ja, es ist schon schwierig genug, der Bevölkerung zu erklären, wieso eine verfassungsfeindliche Partei bestimmte Regelungen trotzdem wahrnehmen darf. Und insofern ist es, glaube ich, vollkommen folgerichtig, dass man sagt, man kann nicht noch mit Steuergeldern sanktionieren, obwohl das oberste Gericht die Verfassungsfeindlichkeit bestätigt hat. Der Knackpunkt war ja in der Urteilsbegründung kurz auf den Punkt gebracht, dass die Partei nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts nicht so groß ist, dass von ihr Gewaltpotenzial ausgeht in der prozentualen Anteil. Da kann man stehen, wie man will. Es ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die hat man zu respektieren. Allerdings hat uns das Gericht mit dem Wink, mit dem Zaunfall, was für ein Bundesverfassungsgericht schon sehr unüblich ist, mit auf den Weg gegeben, dass wir über die Frage des Entzuges der Parteienfinanzierung bei der NPD, bei einer verfassungsfeindlichen Partei, nachdenken sollen. Das haben wir getan. Ich freue mich, dass das Parlament, davon gehe ich jedenfalls aus, heute nochmal mit großer Mehrheit dem Antrag Folge leistet, denn wir planen am 31. Januar im Rahmen des Bundesrates den Antrag auf die Tagesordnung zu setzen, sofern sie in den nächsten Tagen in den Länderkabinetts verabschiedet werden. Das Saarland ist federführend und wird auch Sachentscheidungen fordern im Bundesrat. Und nach meiner Einschätzung wird es auch die dementsprechende Mehrheit haben. Wir haben uns für den Weg entschieden, da wir nicht wissen, ob in naher oder näherer Zukunft eine Bundesregierung schon existiert. Und so lange wollen wir nun alle nicht mehr warten. Deswegen glaube ich, ist das auch die richtige Entscheidung. Und bin dankbar, wenn das Parlament nochmal mit großer Mehrheit auch diese Entscheidung mitträgt. Recht herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister.